und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Das Glücksrad. Wir melden uns wieder zurück. Und zwar haben wir schon ein Video mit diesem tollen Glücksrad hier gedreht. Damals war es die Smoothie Challenge. Genau, wir mussten uns ein Smoothie mit diesem Glücksrad mixen. Und diesmal machen wir uns einen Eisbecher. Aber der ist jetzt voll geklickt. Ja. Meine hat so lecker geschmeckt. Genau, und diesmal machen wir was? Einen Eisbecher. Wir haben uns wieder mal leckere und eklige Zutaten rausgesucht und aufgeschrieben. Und ihr wisst ja, wie es funktioniert, deswegen würde ich sagen, gar nicht lange drum rumreden, sondern fangen wir direkt an. Wir nehmen als Basis Eis. Passend zu dem tollen Sommerwetter, das wir zurzeit draußen haben. Genau. Und dann eben noch die verschiedenen Zutaten. Aber zwei ordentliche Löffel, Madame. Okay. Hier, willst du anfangen? Ja, ich schaue gar nicht hin, ich drehe jetzt einfach. Okay, ich schaue schon. Alter! Sahne! Alter, das Ding hat sich nicht mehr gescheit gedreht oder hast du nur so leicht gedreht? Ich habe leicht gedreht. Okay. Sahne. Wie viele Zutaten? Immer ein Löffel aber. Oder halt ein, zum Beispiel. Ja, wie viel insgesamt? Fünf. Fünf. Immer Ketchup und so ein Spritzer und die anderen okay, Sachen. Okay, okay, okay. Dann hau mal die Sahne rein. Oh, das schaut nicht so aus wie beim Eis machen. Kakao, lecker. Oh. Gib mal. Oh, lecker. Aber nicht so ein Löffel. Nee, nee, nur ein bisschen, eine kleine Brise, oder? Okay, jetzt kommt meine zweite Zutat. Ich drehe jetzt mal kräftiger. Das geht jetzt voll los. Mayonnaise. Nein! Was habe ich gesagt? Ich wusste das. Ich habe es gerade noch vor dem Video gesagt, wo ich die Zutaten beschrieben habe, dass du meine... Hey, hey, hey. Wir haben gesagt, ein Spritzer. Oh mein Gott, nein, das Zeug jetzt, das gute Zeug. Verschwende mal das gute Zeug. Kakao. Nochmal Kakao. Nochmal Kakao. Okay. Ich sag doch, ich hab Glück, das ist wirklich ein Glücksrad. Oh Mann. Nicht komm, jetzt zieh mal nur Senf. Dann beherrsch ich mal ordentlich. Oh, Kekse. Was Glück hat. Mhm. Einen halben Keks, okay? Die leckeren Zutaten lässt du mir nicht viel reintun. Also die Mayonnaise, die ist schon deftig. Und ich sag dir eins, du musst dann kräftig einmal schön das Eis umrühren, okay? Okay. Das schmilzt eh so schön. Ey, ey, nicht übertreiben, sonst schmeckt es nicht mehr gut. Ich mach's nur klein. Sonst schmeckt es zu gut. Nein. Ist das dein Ernst? Ui, ja. Hä? Ui, ui! Wow. Wie viele Zutat war das hier? Das ist eine vierte. Jetzt. Mhm. Zieh mal, komm kräftig. Marmelade. Oh, ist nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich will jetzt Erdbeersoße. Ich will Erdbeersoße. Ah, ich krieg's nicht auf. Hey, nicht kaputt machen. Okay? Ja! Eis? Ja, Stracciatella. Also bitte. Eis bedeutet nochmal eine noch andere Sorte. Nochmal eine andere Sorte und zwar Stracciatella. Lecker. Okay, Leute, jetzt kommt meine letzte Zutat. Schau, ich zeig's dir mal in die Kamera, okay? Du bist so. Drehscheid. Marmelade! Oh. Marmelade, Marmelade, Marmelade. So, Hakan, jetzt bist du dran. Deine letzte Zutat. Smarties! Oh, wo sind da die Smarties hier? Ja, aber ich habe ganz schön viel da gelassen. Muss ich schon sagen. Also, ich muss sagen, egal wie das Ding schmeckt, der scharfe Soßengeruch geht nicht weg. Oh. Richtig eklig, gell? Ich hoffe einfach, ich habe eigentlich so leckere Sachen drin. Ich hoffe. Ich möchte sogar behaupten, deine Mayonnaise schmeckt mal gar nicht so gut aus. Ich hoffe, dass ich einfach nur die Mayonnaise nicht okay, ich probiere jetzt, okay? Boah! Echt? Esse ich nicht.
Ess ich echt nicht. Okay. Ja, übertreib jetzt nicht. Alter, die scharfe Soße brennt zwar immer noch. Echt? Oh ja, das ist voll scheiße. Sieht voll, also... Jetzt probier endlich. Und? Voll gut? Es geht. Also keine gute Kreation, oder? Die Mayonnaise verdirbt alles. Alter, ich sag dir, wenn du daraus probierst, vor allem du kotzt, ich schwör's dir, mein Rachen brennt, weil, obwohl ich so viel Eis ist drin, also hat man schmeckt. Es sieht so lecker aus, aber allein der Gedanke und dann kommt dieser Mayonnaise-Geschmack. Ich will, bei dir schmeckt man es ein bisschen nicht so raus, du hast nur so Vorurteile gegenüber solchen Sachen. Oh, naja, meine Lieben. Ich möchte das Eis nie essen, auf keinen. Probierst du? Nein. Nur ganz knapp. Nein. Von der Spitze. Nein. Komm jetzt. Nein. Alter, Scheiße, okay. Naja. Das war's. Ich finde meins war eklig auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch. Also meins sieht echt noch lecker aus, vor allem mit den Schokostücken und der Marmelade, aber meine Mies hat doch alles kaputt gemacht. So ein Scheiß. Naja Leute, das war's jetzt mit unserem Video. Ich finde, das ist echt eine coole Idee, ja. Ja. Wir könnten natürlich wieder ein Teil 2 drehen, also schreibt uns doch einfach eure Wünsche in die Kommentare und mal sehen, was wir dann als nächstes für Videos planen. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch gefallen und ihr lasst uns ein paar Daumen da für meine scharfe Soße Eiskreation hier, die überhaupt nicht gut schmeckt. Und für die Leute, die neu auf unser Kanal gestoßen sind, hier unten könnt ihr uns kostenlos jederzeit abonnieren. Genau. Vergesst nicht, eure Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.